Hallo, das ist Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich habe meine Pokémon trainiert. Wir haben nichts Neues dazu bekommen, also keine Angst. Jetzt wollen wir die Arena machen. Die mit Bob. Hallo. Oh ja, Schalterspaß. Kämpfen wir erstmal gegen die Trainer hier. Das hier ist kein Spielplatz. Ja, das habe ich auch nicht angenommen, du. Ein Matrose. Mit einem Pikachu. Gut, dass ich dagegen ein Blümchen habe. Mit einem Zerschneider. Ich habe übrigens Rasierblatt gelernt auf Level 30, wo ich es dann nicht mehr zum Leveln der Dickterhöhle gebraucht habe unbedingt. Aber hey, immerhin etwas. Nochmal Zerschneider. Sehr schön. Damit wäre das Pikachu Geschichte. Ich überlege, wo meine Kekse auf. Fällt mir gerade so auf. Ja, warum fällt mir das genau jetzt auf? Ich habe mir einen Keks rausgeholt. Naja, eigentlich zwei. Und ich möchte den zweiten jetzt eigentlich doch nicht mehr essen. Weil es wahrscheinlich in einer Stunde oder einer halben mit Abendessen gibt. Aber ich werde ihn wohl essen müssen, wenn ich die Dose wieder zumachen will. Also lassen wir das. Selbstgebackene Kekse sind lecker. Okay, wir kämpfen gegen Pikachu und ich lenke total ab. Ich hoffe, dass mein Bisaknoff Level 32 wird in dieser Arena. Und dann hätten wir ein schönes Bisaflor. So, was mit dir? Du möchtest auch kämpfen. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Gut, ich breche mir ein Stück von meinem selbstgebackenen Keks ab. Das ist, ein blauer Streusel oder ein roter Streusel. Okay, Rocker möchte kämpfen. Ich habe den Mund voll. Ein Voltoball. Zerschneider. Ultraschall, ja, das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Machst du doch etwas weh? So, da ist ein Zuckerherz runtergefallen. Nam nam nam, Zuckerherz. Magnetilo. Ja, gut. Hau rein. Wir haben ja nichts Anständiges für diese Arena. Wir haben selber einen Pikachu. Und wir haben Fleder, das leider Gottes Flugtyp ist auch noch. Deswegen habe ich es eigentlich auch gefangen. So, Voltoball. Ja, mit einem Voltoball kann ich leben. Zerschneider. Vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel gelevelt. Tackle. Noch ein Zerschneider. So, was ist auf diesem Riesenstück drauf? Ganz viele bunte Streusel. Zum Teil sogar zerlaufen, zumindest die blauen. Und noch ein schönes Zuckerherz hinten. So, ich habe ihn besiegt. Ein Kurzschluss. Oder ein voller Mund. Ein Gentleman wahrscheinlich. Major Bobber, mein Ausbilder. So. Gentleman. Ein Pikachu. Damit kann ich umgehen. Na dann, mach mal Zerschneider. Sobald das Pikachu da fertig ist. Ja, ich muss jetzt unbedingt diesen Keks essen, wenn ich jetzt Lust auf diesen verdammten Keks habe. Volltreffer. Yay, Level 31. Das ist immer was. So, Gentleman besiegt. Stopp, du bist so gut. Bla, bla, bla. Letztes Stückchen Keks. Muss jetzt eh Schalter suchen. Hey, ist ein... Wow. Das ist gut. Jetzt habe ich nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Nehmen wir die hier. Verdammt. Ganz klasse. Juhu, jetzt habe ich wieder die volle Auswahl. Wow, ich liebe es. Und nein, Abfall. Nein, Abfall. 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 Wie ich diese Arena liebe. Weil sie so random ist. Abfall. Müll. 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 Mal Müll. Mimi, kein Müll. Jetzt habe ich drei Möglichkeiten. Ich bin zu faul zu laufen. Boah, ich sollte echt mal rumlaufen. Ach Gott, fangen wir da hinten an. Müll. 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 Noch mehr Müll. Jetzt, dass ich mir schlichtweg den Keks gegessen habe. Weil ich ihn geschlungen habe vor allen Dingen. Müll. Super. Ein Hebel. Wow, ich habe schon wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Ich nehme jetzt sie hier.
Wow, klasse. Müll. 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 Und hier ist auch wahrscheinlich Müll. 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 Kamüll. Ich sagte Kamüll und nicht nochmal ansprechen. Ach je. Ein Hebel. Wow, ich habe so viel Auswahl, habe ich gerade nicht. Bitte. Nein. Oh Mann. Wie kann man nur so ein Pech haben? Ich trinke jetzt einen Schluck. Das deprimiert mich etwas. Wo ist mein Mikro jetzt hin? Verschwunden noch da. So. Ein Schluck Wasser. Und für die Nerven. Dafür hätte ich zwar lieber einen Latte Macchiato, einen Cappuccino oder einen Kaffee. Aber gut. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Würdest du bitte mal direkt neben mir sein? Boah, klasse! Ich krieg zu viel. Das ist jetzt echt nicht wahr. Oh. Wow, Begeisterung, hört man sie? Hier ist nichts bloß Abfall, hier ist nichts bloß Abfall, hier ist nichts. Und hier, hey, hier ist ein... Weißt du, ich glaube, es ist der da. Wieso? Weil der Typ drüber steht. Nein, es ist Abfall, ich krieg's kotzen. Bitte. 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 Nein, nicht nochmal. Ey, wow, ein Hebel. Gut, da kann's nicht sein, da habe ich gerade dran rumgefummelt. Oh nein! Warum? Das ist nicht nett zu mir, das Spiel. Ja, super. Dann bin ich euch Typen dann los und ich muss mich rumlaufen. Hier ist nichts bloß Abfall. Achtung, hier ist nichts bloß Abfall. Ja, ich hab's verstanden. Nein. Boah, doch, doch. Entschuldigung. Oh, bitte, kann's das hier sein? Das ist bestimmt immer das Ding daneben und ich... Okay, okay, ganz logisch. Denk logisch, Casey. Denk logisch. Hey, ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. So, jetzt nimmst du dieses Ding hier. Warum? Oh Mann, nein. Wie kann man nur so viel Pech haben wie ich? Das... Ich verstehe das System einfach nicht. Es ist direkt nebendran. Das Problem ist, nebendran kann bis zu 4 Stück heißen. Wenn du dann die 50-50-Chance hast und dauernd den Falschen nimmst. Ah, ich sollte nicht bei Wer wird Millionär mitmachen, fällt mir gerade so auf. Oi. Bitte. Bitte. Ey, aber... Wow. Oh, ich krieg die Krise. Das ist doch nicht wahr. Hey, wo? Abfall. Hey, ein Abfalleimer. Abfall. 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 Müll. Müll. Mehr Müll. Ups. Mehr Müll. Wow, Müll. Hey. So, was ich jetzt mache? Ich gehe mit der Maus da rein. Safe Game. So. Das findet mein Camtasia ist wahrscheinlich nicht ganz so lustig. Oh, es tut mir aber leid. Wo ist mein Load Game? Load Game. Oh. Yay. Yeah. Entschuldigung, ich hatte keine Lust mehr. Es tut mir echt leid. Oh, ich glaube, ihr hattet auch keine Lust mehr. So, Blümchen. So, Major Bob. Und was ist da drin? Oh, bloß Abfall. Und da drin? Unmengen von Büchern über Pokémon. Hey, Kleiner, was hast du hier verloren? Im Kopf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meinen Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Ich kann das nicht. Egal. Depp, endlich mal was Spannendes. Major Bob möchte kämpfen. Major Bobs zweite Ballein. Blümchen. Na dann, zerschneider mal. Er hat einen Raichu, das weiß ich. Oh, ein Volltreffer.
und er schlägt, ja, das läuft doch ziemlich gut für uns. Nachdem wir so viel Pech mit dem Mülleimer hatten. Pikachu. Nein. Kann kein Deutsch mehr, muss mehr. Warum X Tempo auf ein Pikachu? Das hätte doch jetzt schon. Wäre doch jetzt wahrscheinlich schon schneller gewesen als ich. Na gut, mit 18 vielleicht nicht, aber. Jetzt ist es tot. Raichu. Ja, hau rein. Gib mir dann Raichu. 24. Hui. Roll mich nicht an. Zerschneider. Oh. Das könnte jetzt schneller sein, definitiv. Bringt das was? Wahrscheinlich weniger. Ich hätte Giftpuder vielleicht doch behalten sollen. Wow. Luck. Jo, Dussel besiegt Major Bob und wir kriegen doch kein Visa-Flug. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. TM24, was ist das? Ja! Give me! Okay, ja, hier. Ja, hau rein. Ja, halt die Klappe. Ja, hau rein. Ja, auch komm, mach hin. Das werde ich sowieso nochmal vergessen. Ja, komm, hau weg den Scheiß. Yeah! Wuhu! So. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch schnell unser Fahrrad ab, ne? Oh. Du zerschneidest das mal. So, Zerschneider eingesetzt. Ach, ich gehe euch nicht heilen. Wofür denn? So, dann müssen wir da hoch. Dann beschleunigen wir das mal ein wenig. Ein wildes Taubsi. Jo, vielleicht würde ich doch heilen. Du hast nicht mit allzu viel Zerschneider. Da durch. Da rein. Hier hoch. Dahin. Ups. Wisst ihr, was mir dazu einfällt? Mein Freund hätte das bestimmt gerne in Englisch gehabt. Emo uses cat. Nein, nicht lustig. Genau an der Stelle war so ein Bild. War so ein Typ, der hat sich Emo genannt, hat dann auf Englisch gespielt. Uses cat. Ich wollte es nur mal anmerken. So, Zerschneider. Fahrradladen, hallo. Jo, guck mal hier, ich habe ein Fahrradcoupon. Jo, hier, guck mal. Oh, das ist ein Radcoupon. Oh, okay, Gott, ja. Ich habe ein Fahrrad bekommen. Yeah. Mit Körbchen oder ohne? Wie gefällt dir dein neues Fahrrad? Du kannst damit auf dem Radweg in Höhlen und in Höhlen fahren. Yeah. Ich würde mal weiterhin wahrscheinlich laufen. Nur weil ich es kann. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Heilen. Okay, wir benötigen deine Pokies. Dim, didel, dim. Danke, deine Pokies sind wieder topfitty. Kommen jederzeit wieder vorbei. Vorbei. So, dann würde ich sagen, das nächste Mal gehen wir. Ihr wollt sicher eure TM nicht zurück. Ach, die haben wir jetzt schon abgelegt, ne? No. Diese gemeinen Team Rocket hört ihr an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen und einen TM mit der Pokémon Löcher graben können. Die Schaufler war sündhaft teuer. Jo, Pech. Das nächste Mal gehen wir hier lang. Oh, die Musik ist schon wieder anders. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, wenn wir da lang. Ciao, ciao.